Dass die australische Fluggesellschaft Qantas gerne mal so ein bisschen auf der sogenannten Ultralangstrecke rumprobiert, das ist ja kein Geheimnis. Aber wir hatten bis jetzt immer nur so nebenbei erwähnt, dass die Fluggesellschaft da aktuell echt richtig ernst macht. Dazu gibt es jetzt ein paar aktuelle Meldungen darüber und über ein paar weitere Sachen zum Thema Ultralangstrecke unterhalten wir uns jetzt mal. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Das Thema Ultralangstrecke begeistert Fluggesellschaften und Passagiere gleichermaßen. Nicht jeden natürlich, weil nicht jeder hat Lust, einen ganzen Tag oder fast einen ganzen Tag, tatsächlich fast 24 Stunden in einem Flugzeug zu verbringen. Aber die technische und auch menschliche Herausforderung, die hinter der Ermöglichung solcher Langstrecken steht, ist dennoch recht faszinierend. Mit einem Passagierflugzeug immer und immer weiter fliegen zu können, wird aber höchstwahrscheinlich zumindest in naher Zukunft schon noch so ein bisschen seinen Reiz verlieren. Nicht nur, weil es durchaus für das Wohlbefinden des Passagiers einen Unterschied macht, ob man da jetzt 12 Stunden oder vielleicht 19, 20, vielleicht sogar 21 Stunden in einem Flugzeug verbringen muss, sondern auch aus Umweltgründen. Weil das, was zum aktuellen Zeitpunkt noch für jede Ultralangstrecke gilt, ist, dass man allein für den Transport des ganzen Treibstoffes, den man für die Durchführung eines solchen Fluges benötigt, ja auch wieder Treibstoff verbraucht. Das gilt zwar prinzipiell erst einmal für jeden Flug, allerdings nimmt das auf Ultralangstrecken ziemlich unangenehme Dimensionen ein und man entfernt sich sehr weit von der optimalen Reichweite eines Passagierflugzeuges. Tja, und dazu kommt dann eben auch, dass es in naher Zukunft auch schlichtweg gar keinen Sinn mehr machen wird, noch weiter Flugzeuge mit einer immer und immer größeren Reichweite zu entwickeln. Der Grund dafür ist ganz einfach: Der Erdumfang beträgt etwas mehr als 40.000 Kilometer, was wiederum bedeutet, dass zwei Punkte auf der Erde, die mit einem Passagierflugzeug, ja, miteinander verbunden werden können, maximal 20.000 Kilometer auseinander liegen können. Und diese Reichweite können Flugzeuge tatsächlich schon seit einigen Jahren erzielen. Die Leute, die hier schon etwas länger mit dabei sind, wissen natürlich, worauf ich jetzt hinaus möchte. Ich habe davon schon ganz, ganz oft erzählt. Es ist immer das beste Beispiel, um zu verdeutlichen, dass Flugzeuge schon seit, ja, einigen Jahren so weit fliegen können. Im November 2005 flog einer der Prototypen der damals noch neuen Boeing 777-200LR, dem sogenannten Worldliner. LR stand für Longer Range. Der flog damals von Hongkong nach London. Das ist prinzipiell erstmal nichts Ungewöhnliches, aber das Besondere daran ist, man ist diesen Weg quasi falsch herum geflogen. Also die Maschine verließ Hongkong in Richtung Osten und flog dann über den Pazifik, über Nordamerika und über den Atlantik nach London. Das war natürlich ein Testflug, um die Reichweite, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des neuen Flugzeuges zu demonstrieren, und das hat auch durchaus funktioniert. Die Distanz von 21.600 und einem Kilometer legte man mit dieser Maschine im November 2005 in 22 Stunden und 42 Minuten zurück. Das ist bis heute tatsächlich noch immer der Rekord für ein kommerzielles ziviles Flugzeug. Dafür hatte die fast leere Maschine knapp 180.000 Liter Kerosin mit dabei. Das bedeutet, dass das Flugzeug bei der Landung in London knapp 140 Tonnen leichter war als, ja, 22 Stunden vorher beim Start in Hongkong. Und das sind, wie gesagt, schwer vorstellbare Dimensionen. Bis zum letzten Jahr war diese besondere Version der Boeing 777 tatsächlich das Passagierflugzeug mit der größtmöglichen Reichweite. Voll besetzt, je nachdem, wie viele Zusatztanks man als Fluggesellschaft dann, ja, als Option für diese Boeing 777 bestellt hatte, konnte das Flugzeug um die 16.000 Kilometer weit fliegen. Und an der Stelle kann man direkt schon mal die erste Frage beantworten, die ich in den letzten Tagen unter den Videos in den Kommentaren gesehen habe. Und zwar: Wie kann es denn jetzt sein, dass ein Flugzeug mit einer angegebenen Reichweite von etwa 16.000 Kilometern eine Strecke von über 21.000 Kilometern zurücklegt? Naja, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, um die Reichweite zu erhöhen, hat man hier die Nutzlast des Flugzeuges verringert. Mit anderen Worten, um die Reichweite zu maximieren, wurden Passagiere und Fracht minimiert. Auf dem 777-200LR-Testflug vor mittlerweile fast 14 Jahren waren nämlich nur 35 Passagiere in Anführungszeichen an Bord, was auch eigentlich nur Mitarbeiter, Wissenschaftler oder was auch immer für Leute waren. Wirkliche Passagiere auf einer ganz normalen Linienverbindung waren das hier natürlich nicht. Und mit diesem Wissen über diesen besonderen Rekordflug und die 777-200LR, deren Rang als reichweitenstärkstes Passagierflugzeug übrigens dann im letzten Jahr an den neuen A350-900 ULR
Das steht für Ultra Long Range ging. Mit diesem Wissen gehen wir jetzt wieder zurück zur Qantas. Das reichweitenstärkste Flugzeug in der Flotte der australischen Fluggesellschaft ist zum aktuellen Zeitpunkt neben der Boeing 747-400ER, das steht übrigens für Extended Range, und neben dem Airbus A380-800 die 787-9. Die hat laut offiziellen Boeing-Angaben vollbesetzt eine Reichweite von knapp 14.000 Kilometern. Das ist nochmal ein gutes Stück weg von den anfangs erwähnten maximal sinnvollen 20.000 Kilometern, die so ein Passagierflugzeug haben kann. Tja, und trotzdem ist es für Qantas genau das richtige Flugzeug, um jetzt solche Ultralangstreckenflüge zu erproben, um Testflüge durchzuführen. Im März 2018 hat die australische Fluggesellschaft schon mit der ersten Non-Stop-Verbindung zwischen Australien und Europa auf sich aufmerksam gemacht. Und zwar schickt die Fluggesellschaft seit diesem Zeitpunkt eine Boeing 787-9 von Perth nach London. Das Ganze wie gesagt non-stop. Und dafür benötigt die Boeing 787 etwa 17 Stunden Flugzeit und legt auf dieser Strecke knapp 14.500 Kilometer zurück. Also, was man daran direkt erkennen kann, auch hier, um das jetzt mit der 787-9 durchführen zu können, sind minimale Einschränkungen bei der Nutzlast des Flugzeuges nötig. Sonst kann man die Reichweite auch mit den ganzen Safety Margins, mit den ganzen Sicherheitsfaktoren, die da noch oben drauf kommen, eben nicht auf diese 14.500 Kilometer erhöhen. Das kostet natürlich Geld, beziehungsweise da geht Qantas Geld durch die Lappen, das allerdings hier alles in einem verkraftbaren Maße. Längere Strecken, so wie eben angesprochen, auch mit der 777-200LR, könnte man zwar jetzt mit diesem Flugzeug fliegen, allerdings ist das dann eben mit so großen Einschränkungen verbunden, dass das langfristig wirtschaftlich für eine Fluggesellschaft nicht tragbar ist. Aber rumprobieren, rumtesten kann man ja mal und dafür reicht die 787-9 dann eben doch aus. Und dieses Rumtesten, das läuft bei Qantas alles unter dem Namen Project Sunrise. Über dieses Projekt hat die australische Fluggesellschaft die beiden größten Flugzeughersteller der Welt, Airbus und Boeing, aufgefordert, ihnen für 2022 ein passendes Flugzeug zu liefern bzw. ein passendes Flugzeug zu bauen, um damit dann Ultralangstrecken von Brisbane, Melbourne und Sydney heraus nach Paris, London, Rio de Janeiro und Kapstadt anbieten zu können. Unterm Strich ist das wohl doch alles eher etwas mehr Prestige als wirklich effizientes und angenehmes Reisen. Also die Zeitersparnis, die man dann gegenüber einer Umsteigeverbindung hätte, beträgt höchstwahrscheinlich nur so 3 bis 4 Stunden. Aber die Wirkung nach außen wäre trotzdem extrem beeindruckend. Und Qantas hat ja auch bis jetzt sehr gute Erfahrungen mit ihrer Ultralangstrecke von Perth nach London gemacht. Die Auslastung stimmt und mit der Boeing 787-9 hat man endlich ein so effizientes Flugzeug, das ja schon auch irgendwo Preise ermöglichen kann, Flugticketpreise ermöglichen kann, die sich noch rechtfertigen lassen, sodass die Airline auf dieser Verbindung dann auch wirklich einen Gewinn erwirtschaften kann. Gleicher Grund übrigens, weshalb Singapore Airlines die damals längste Linienverbindung der Welt und auch die heute wieder längste Linienverbindung der Welt wieder mit ins Programm aufgenommen hat, und zwar die Strecke von Singapur nach New York, nachdem man das Ganze im Jahr 2013 aus wirtschaftlichen Gründen erst einmal eingestellt hatte. Denn diese beeindruckende Distanz zurücklegen, das konnten Passagierflugzeuge durchaus auch damals schon. Allerdings verbrauchte der A340-500, den man dort auf dieser Strecke eingesetzt hatte, zuletzt mit nur 100 Business-Class-Sitzen an Bord, ganze 220.000 Liter Kerosin, um 100 Leute von A nach B zu bringen. Heute benötigt man auf dieser Verbindung mit einem vollbesetzten Flugzeug, also für jetzt 161 Passagiere, fast 60.000 Liter weniger Kerosin. Das ist ein ziemlich beeindruckender Unterschied. Und auch wenn das mit dem Umweltbewusstsein vieler Menschen noch immer nicht vereinbar sein dürfte, auch tatsächlich nicht ganz zu Unrecht, so ist das trotzdem Unterschied genug dafür, dass Singapore Airlines jetzt endlich mit diesem Flug auch Geld verdienen kann und nicht immer nur Geld verbrennen muss, nur um den prestigeträchtigen Titel des längsten Linienfluges der Welt für sich beanspruchen zu können. Möglich macht das hier der Airbus A350-900ULR. Qantas hingegen möchte es ja jetzt aber nochmal einen wirklich ziemlich deutlichen Schritt weiter treiben, nochmal knapp 1500 Kilometer weiter fliegen, und dafür reicht die aktuell mögliche Kombination aus Reichweite und Nutzlast, das was die aktuellen Flugzeuge bieten können, wohl noch nicht aus. Das bedeutet, es muss was Neues her,
und während Boeing dann Qantas höchstwahrscheinlich die Boeing 777 in der verkürzten Variante als 777-8X auf den Schreibtisch legen wird, will Airbus hingegen eine etwas optimierte Version des A350-1000 präsentieren. Aber nochmal kurz zur 777X. Die soll dann, wenn sie irgendwann mal gebaut wird und auf den Markt kommt, die 777-8X soll dann mit voller Nutzlast eine Reichweite von etwa 16.000 Kilometern ermöglichen. Dabei werden dann aber auch trotzdem über 190.000 Liter Kerosin durch die Triebwerke laufen müssen und die ja, knapp 16.000 Kilometer verraten es schon. Eine Qantas Ultralangstrecke wird hier noch immer mit minimalen Nutzlasteinschränkungen verbunden sein. Als Gegenstück dann der A350-1000 in einer minimal optimierten Version, was ja, so viel bedeutet, dass man das maximale Abfluggewicht der Maschine nochmal ein kleines Stück anheben wird und dann eben einen weiteren Zusatztank in der Maschine installieren wird, der nicht großartig auf Kosten der Nutzlast eingebaut werden soll. Und dabei könnte der minimal kleinere Airbus A350 auch etwas effizienter fliegen als die 777-8X. Das bleibt dann aber wirklich abzuwarten, also das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch nicht. Das größte Argument, das jetzt zum aktuellen Zeitpunkt für den A350-1000 spricht, ist ganz einfach, dass diese Maschine schon existiert, dass man das Flugzeug schon gebaut hat und dass man hier eben nur noch in Anführungszeichen feintunen muss. Aber das ist eh alles noch mit wahnsinnig viel Fragezeichen verbunden und eine Entscheidung für einen bestimmten Hersteller erwarten wir erst Ende des Jahres. Da können wir also nochmal ausführlich drüber sprechen, wenn es denn wirklich soweit ist. Währenddessen testet Qantas das, was sie zum aktuellen Zeitpunkt schon testen können, nämlich ob ihre Ultralangstreckenpläne nach der Bewältigung der technischen Herausforderungen auch für den Menschen mit vertretbarem Aufwand wirklich machbar sind. Und dafür wird man jetzt eben in den nächsten Wochen 3 Testflüge durchführen, beziehungsweise den ersten dieser 3 Testflüge konnten wir jetzt vor ein paar Tagen beobachten. Qantas flog am Wochenende mit einer ihrer Boeing 787-9 nonstop von New York nach Sydney. Das Ganze mit nur 49 Menschen an Bord, um diese Reichweite eben ja, überhaupt erst zu ermöglichen. Und diese Menschen wurden natürlich vorher auch genau selektiert. Und die meisten von ihnen, darunter auch die 4 Piloten, die sich während des Fluges immer abgewechselt haben, waren mit ja, zahlreichen Sensoren verkabelt, mit Messequipment verkabelt, um jetzt halt eben entsprechende Ergebnisse zu liefern. Qantas möchte damit Grenzen ausloten, die aktuell möglichen Grenzen von Ultralangstrecken. Und das funktioniert eben auch mit der 787-9 und so wird es dann in den nächsten Wochen noch 2 weitere Testflüge geben. Unter anderem wird man da von London nach Sydney fliegen. Und das ist eine ganz besondere Strecke, nicht nur weil man das immer so als ja, quasi längst mögliche Verbindung im Kopf hat, sondern auch, weil diese bestimmte Strecke bis heute nur ein einziges Mal von einem Passagierflugzeug nonstop geflogen wurde. Und zwar war das damals der Auslieferungsflug der ersten für Qantas bestimmten Boeing 747-400, die man da ja, quasi als leeres Flugzeug nur halt eben ja, bis oben hin befüllt mit Sprit von London nach Sydney hat fliegen lassen. Bald wird es dann die Boeing 787-9 der Qantas nachmachen und dann wird es ja auch gar nicht mehr allzu lange dauern, bis es ab 2022 hoffentlich pünktlich dann diese Ultralangstrecken als mehr oder weniger normale Linienflüge geben wird. Bis dahin können wir also gespannt sein und damit soll es das für heute erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bin sehr gespannt auf eure Kommentare zu dem Thema. Ultralangstrecke ist ja immer sowas, wo viele von euch immer vieles zu erzählen haben und deswegen freue ich mich da sehr drauf und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.